Und direkt live nach Berlin. Da gibt es jetzt die Pressekonferenz der Fraktionsspitzen von Union und SPD. Und wir hören direkt rein. Klausur mit dem gestrigen Auftakt. Einige von Ihnen haben uns bereits schon gestern Abend begleitet. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heute über Ergebnisse berichten dürfen. Aber ich will auch noch mal zu Beginn betonen, dass wir natürlich insbesondere innenpolitische Fragen hier besprochen haben, die für die Zukunft der Menschen, für Deutschland von großer Brisanz, von einer besonderen Bedeutung sind. Aber auf der anderen Seite tagen wir ja auch nicht im luftleeren Raum. Und wir sind natürlich auch davon geprägt, was in der internationalen Umwelt passiert. Und wir erleben alle zusammen, dass im Nahen und Mittleren Osten am Golf sich offensichtlich eine internationale Krise zuspitzt, die auch nicht an Europa vorbeigehen wird. Und insbesondere würdigen wir auch, dass gerade die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin, der Außenminister auch versucht, hier mit zur Krisenbewältigung beizutragen. Aber was mir viel wichtiger ist, und ich denke auch, dafür spreche ich auch im Namen aller unserer Kolleginnen und Kollegen, dass es vielleicht mal gut ist, wahrzunehmen, dass offensichtlich doch viele Brandbeschleuniger in der internationalen Politik, aber offensichtlich auch manchmal in der Innenpolitik unterwegs sind und vielleicht auch der Wert von gutem Regieren, Diskussionen, Streit, aber auch Kompromissen vielleicht etwas besser gewürdigt werden sollten. Und darum haben wir uns insbesondere seit gestern Abend bemüht. Und es war uns sehr wichtig gewesen, dass wir mit dem Auftakt einen Ehrengast bei uns hatten. Frau Aki Sawyer aus Sierra Leone, Bürgermeisterin von Freetown, die uns mal geschildert hat, wie gerade in diesen Ländern versucht wird, über die kommunale Ebene auch Stabilität in den jeweiligen Ländern zu entwickeln. Und für Stabilität stehen wir auch in dieser Koalition. Wir haben heute drei aus meiner Sicht wichtige Themen behandelt. Die Frage des Mobilfunks hat bei uns eine große Rolle in der Diskussion gespielt. Sie haben die Beschlüsse mittlerweile auch zur Kenntnis bekommen. Und uns war es in diesem Zusammenhang wichtig, auch noch mal zu betonen, dass genau das, was in Deutschland eben nicht stattfinden darf, ein Bruch zwischen vielleicht gut entwickelten Regionen auf der einen Seite und weniger gut entwickelten Regionen, was die Mobilfunkabdeckung betrifft, dass wir das schließen müssen. Wir können uns eben nicht alleine auf den Markt verlassen, sondern wir sind der festen Überzeugung, dass der Staat auch hier eingreifen muss, wenn es zu diesen Lücken kommt. Weil Menschen brauchen das Internet und insbesondere dann, wenn sie wünschen, auch in naher Umgebung Arbeitsplätze, zukunftsfähige Arbeitsplätze zur Verfügung zu haben, sind auch die Industrien, die Unternehmen auf diese Abdeckung auch angewiesen. Deswegen freue ich mich, dass wir diesen Beschluss gemeinsam gefasst haben. Wir haben auch zur Frage der Pflege die konzertierte Aktion, die im Kabinett auf den Weg gebracht worden ist, hier nochmal bekräftigt, gute Pflege, letztlich eben gut ausgebildete Fachkräfte, die Frage von Ausbildung. Alle diese Themen waren uns wichtig gewesen, in der Klausur zu behandeln mit Expertinnen und Experten und dann natürlich gerade auch die Herausforderung für die deutsche Wirtschaft, die exportorientiert auf der einen Seite ist, die aber auch auf die Binnenkonjunktur angewiesen ist. Dafür hat die Bundesregierung mithilfe der Koalitionsfraktionen in den vergangenen Monaten wichtige Beschlüsse gefasst. Allein diese Möglichkeiten haben geschafft, dass das Wirtschaftswachstum nicht noch mehr einbricht, sondern 0,5% eben an Stabilität in die Wirtschaftsentwicklung gebracht hat. Und ich glaube, diese Selbstvergewisserung, dass gutes Regieren sich auch für dieses Land lohnt, war uns wichtig zu betonen. Ja, es war eine harmonische Klausurtagung. Wir haben nicht nur vier Themenblöcke bearbeitet, sondern wir haben uns auch die Zeit genommen, einfach uns auch grundsätzlich mal auszusprechen über die weitere Arbeit, haben viel, viel Übereinstimmung festgestellt. Es war unglaublich beeindruckend, gestern mit der Bürgermeisterin von Freetown in Sierra Leone zu sprechen, weil man auch einfach sieht, dass sich einige Probleme, die wir hier in Deutschland haben, dann doch relativieren, wenn man die Probleme sieht, die dort, also in der Kommunalpolitik, aber auch in der Landespolitik zu bearbeiten sind. Und es hat uns auch alle bekräftigt, dass es auch unsere Aufgabe ist, in Afrika zu unterstützen, wo wir nur können. Es muss ein großes Projekt auch sein in dieser Legislaturperiode, weil dort gibt es viele Probleme. Und am Ende ist es so, dass diese Probleme auch unsere Probleme werden, wenn wir nicht dabei helfen, was dagegen zu tun.
Wir hatten heute Morgen das sehr, sehr wichtige Thema Mobilfunk, weil es einfach auch ein Thema ist, Funktionsfähigkeit des Landes. Und die Menschen machen es schon daran fest. Und deswegen müssen wir die Defizite, die wir dort haben, möglichst schnell ausräumen. Wir hatten einen Experten da, mit dem wir auch durchaus kontrovers diskutiert haben, der uns vor allen Dingen auch die technologische Weiterentwicklung aufgezeigt hat, dass wir mit 5G noch gar nicht am Ende sind, sondern am Anfang eines Prozesses. Und das hat also bei uns auch viel Lust darauf gemacht, dass wir dieses Thema dann entsprechend weiterentwickeln. Was ganz besonders wichtig war, ist das Thema Wirtschaft. Natürlich haben wir eine konjunkturelle Eintrübung. Auch da haben wir uns noch mal beraten lassen, das haben wir dann besprochen. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist, dass wir die Strukturen setzen müssen. Die Strukturen setzen müssen, dass dieses Land in 10, 15 und 20 Jahren auch noch wettbewerbsfähig ist. Das heißt, es geht jetzt nicht um kurzfristige Konjunkturpolitik. Das sagen ja auch einige. Wir müssen jetzt konjunkturelle Impulse setzen, sondern es geht darum, dieses Land auch nach hinten raus, nach ja, 2030, 2040, 2050 wettbewerbsfähig zu halten. Uns war auch wichtig, dass wir über das Thema Pflege gesprochen haben. Da sind wir in einer Linie mit den drei Ministern, die das in der letzten Woche ja auch noch mal ganz prominent annonciert haben, dass das ein wichtiges Thema ist. Und wir haben uns auch vorgenommen, weil es so gut geklappt hat, dass wir das jetzt zukünftig nicht nur einmal im Jahr machen wollen, sondern mit einer größeren Regelmäßigkeit machen wollen. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt unter Sie jedes Jahr irgendwo in die Pfalz auf die Zugspitze oder sonst was reisen müssen, sondern da wird das Format etwas kleiner sein, als das momentan der Fall ist. Es hat sich aber gezeigt, dass es sinnvoll ist, dass die geschäftsführenden Vorstände auch in diesem Format jenseits der Gremien, die wir in einer normalen Plenarwoche haben, auch miteinander kommunizieren. Und insofern kann ich ein rundum positives Fazit ziehen von diesen anderthalb Tagen, die wir hier gehabt haben. Und ja, wir haben Lust darauf, weiterzumachen und gut weiterzumachen. Und das ist das Ergebnis dieser Tagung. Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Das war eine Klausur auf Augenhöhe, geprägt von Fairness und auch Verständnis der jeweiligen Situation. Wir haben uns eine ganze Reihe von Themen auch auf dieser Klausur gegeben, um deutlich zu zeigen, dass wir arbeitsfähig sind und die Ergebnisse, die wir auch heute oder mit den Papieren präsentiert haben, unterstreichen ja genau das, den Willen, dass diese Koalition erfolgreich arbeitet. Dazu gehört, dass man diese Ergebnisse auch selbstbewusst nach außen vertritt. Und wir haben uns, glaube ich, nicht nur gestern, sondern auch heute gegenseitig versichert, dass Vertrauen in unsere Arbeit auch nur dann wächst, wenn man selbstbewusst zu seinen Ergebnissen steht als Koalition und nicht eine Koalition in Zweifel zieht. Und das ist für mich ein ausgesprochen gutes Ergebnis, inhaltlich zum Beispiel bei der Frage der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft, die der Bund einrichten wird, um die nicht versorgten Gebiete, die sogenannten weißen Flecken, da wo kein Mobilfunk stattfindet, zukünftig auch an das Mobilfunknetz anzuschließen. Das ist in der Tat eine Neuerung, weil der Bund selber wieder tätig wird in diesem Bereich Mobilfunk und natürlich dann in Kooperation mit den Ländern, mit den Kommunen, auch mit den Unternehmen im Mobilfunkmarkt dafür sorgen wird, dass es dauerhaft nicht zu einem Abhängen der ländlichen Regionen kommt, sondern dass wir eine gleichwertige Entwicklung der Lebensverhältnisse auch in diesem Bereich in unserem Land erleben können. Einer der wichtigen inhaltlichen Punkte und was die Zusammenarbeit, was die Harmonie, was den gemeinsamen Willen zur Arbeit anbelangt. Ich glaube, da ist vielleicht sogar noch der größere Wert auch darinnen, dass es da gelungen ist, gestern und heute zu zeigen, unbedingt der Wille, bei allen drei Koalitionsparteien den Erfolg dieser Koalition zu ermöglichen. Wir sind da noch in guten Gesprächen, aber da ist nichts finalisiert und da ist auch noch nichts entschieden.
Genau das, was Herr Brinkhaus gesagt hat, möchte ich noch mal unterstreichen. Es gibt ja schon seit mehreren Wochen und Monaten eine Diskussion über diese Frage. Und dass wir natürlich auch unter Zeitdruck sind, wissen wir alle, weil wir wollen eine Lösung, die tragfähig ist für die Kommunen. Aber wir wollen auch sehr selbstbewusst sagen, die Fraktionen im Deutschen Bundestag haben hier noch ein Wort mitzureden. Und möglicherweise wird es in den nächsten Tagen, Sie haben von Annäherung gesprochen, vielleicht auch ein stärkeres noch Zusammenrücken geben mit der Bundesregierung. Die guten Gespräche bleiben auch gerade deswegen gut, weil wir auch da eine gemeinsame Kommunikation haben. Haben Sie auch über das Thema Rechtszeitenbilanz gesprochen und wie das verständigt, wie das funktionieren soll? Und das Thema Grundrente, wurde das thematisiert? Nein, also wir haben über das Thema Halbzeitbilanz nicht gesprochen, weil wir über die Projekte gesprochen haben, die jetzt anliegen. Genau die ich auch gerade eben entsprechend genannt habe, wie man irgendwo auch weiter gut zusammenarbeitet, wie man die Kommunikation noch besser machen kann. Und wir haben jetzt im offiziellen Teil nicht über das Thema Grundrente gesprochen, auch über andere Themen, die sehr interessant sind, wie Solidaritätszuschlag und ähnliche Geschichten. Aber da sind wir auch dauernd drüber im Gespräch. Deswegen war es auch nicht notwendig, da heute einen Tagesordnungspunkt aufzusetzen. Was mir vielleicht noch wichtig ist, und da nehme ich Ihre Frage gerne zum Anlass, wir haben an mehreren Stellen, aber sehr intensiv, auch wenn es nicht auf der Tagesordnung stand, weil es ein Querschnittsthema ist, über das Thema Klima und Umwelt gesprochen. Das hat nicht nur in der Wirtschaft eine Bedeutung, das hat zum Beispiel auch im Bereich Afrika eine Bedeutung. Und insofern war das Thema auch irgendwo immer mit dabei, weil das ja gestern durchaus mit Irritation festgestellt worden ist, dass das jetzt nicht das große Thema dieser Tagesordnung ist. Für uns ist das ein Querschnittsthema, das ist immer irgendwo dabei und das wird immer mitgedacht. Ich kann nur sagen, dass wir heute den Korb der Halbzeitbilanz gefüllt haben. Und das ist ganz wichtig für meine Partei, für die SPD, weil wir uns natürlich Gedanken machen, wie besprechen wir das innerhalb der SPD. Diese Halbzeitbilanz ist ja nicht nur ein Strich zu ziehen, sondern sich auch zu überlegen, was haben wir bisher auf den Weg gebracht und was steht noch vor uns und ist das tragfähig für eine Koalition. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass diese Tagung, diese Beschlüsse, weil wir ja uns um die Menschen gekümmert haben, die eben bezweifeln, dass alles das, was in Deutschland passiert, gleichwertig auch passiert, zumindest an dieser Stelle der Mobilfunkabdeckung, die Frage Zukunft der Arbeit, Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, heute einen ganz guten Weg gemacht haben. Ich glaube, das ist, wenn es darum geht, diese zwei Elemente, die Rolf Mützenich gerade angesprochen hat, die zur Halbzeitbilanz gehören. Das eine ist das, was wir in den letzten Monaten gemeinsam geschaffen haben. Und das andere ist ja der Ausblick. Beides ist ja genau auch so im Koalitionsvertrag formuliert. Wir wollen jetzt auch noch ein bisschen Zeit haben in dieser neuen Konstellation, gerade zwischen den Fraktionen, uns noch mal zu vergewissern, wie die Prioritäten der Themen sind, die wir ja alle kennen, in welchem zeitlichen Ablauf man sich das vorstellen kann. Und ich glaube, dass deswegen es klug ist, dass man sich mit der Frage der Halbzeitbilanz dann nach der Sommerpause intensiver auseinandersetzt. So ist das. Ja, dann sagen wir vielen Dank. Wie schaut das bei der SPD aus? Können Sie der Union da ein bisschen Zuversicht mit auf den Weg geben, dass aus den Reihen der Sozialdemokraten die Koalition nicht mehr in Zweifel gezogen wird und vielleicht in Richtung eines rot-rot-grünen Bündnisses geblinkt wird in den nächsten Monaten? Ich habe nach dem gestrigen Abend, auch übrigens den vorbereitenden Gesprächen zu dieser Klausur, auch die heutige Arbeitsorientierung, ich habe vorhin ja ausdrücklich erwähnt, eine Klausur auf Augenhöhe hat stattgefunden, ein sehr gutes Gefühl. Ich habe Rolf Mützenich auch persönlich an der Stelle gesagt, dass ich es einen ausgesprochen gelungenen Start in seiner neuen Funktion empfinde, wie wir miteinander zu dritt arbeiten und in den letzten Tagen miteinander kommuniziert haben. Vertrauensvoll, vertraulich, aber auch sehr konkret. Und ich muss auch sagen, das Beispiel, das wir vorhin genannt haben mit der Infrastrukturgesellschaft Mobilfunk,
Das ist alles andere als selbstverständlich. Das ist ein neues Kapitel in der Mobilfunkpolitik. Und dass man jetzt unter einer auch geänderten personellen Situation so einen Paradigmenwechsel auch in den althergekommenen politischen Meinungen hinbekommt, das, glaube ich, ist ein ausgesprochen gutes Zeichen. Und deswegen kann ich nur sagen, ich gehe davon aus, dass wir auch in den nächsten Monaten gut zusammenarbeiten werden. Da gibt es ein paar Brocken, die vor uns liegen. Die kennt jeder, die sind nicht klein. Aber mit der Lösungskompetenz gehen wir an diese Brocken heran, dass wir glauben, diese auch auf eine verdauliche Größe zusammen zu streichen zu können. Ich glaube, ich wollte nur mit Rücksicht gegenüber dem Kollegen, er hatte mich auch gefragt, wenn Sie das erlauben. Ich bin Mitglied der SPD geworden, als ein kluger Sozialdemokrat gesagt hat, dass jede Zeit ihre besonderen Antworten braucht. Und danach werden wir schauen. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass gerade die Sozialdemokratische Partei diese erforderlichen Antworten dann auch gemeinsam gibt. So, jetzt. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ja, liebe Zuschauer, soweit also die Pressekonferenz der Fraktionsspitzen von Union und SPD zur gemeinsamen Klausurtagung. Und unser Mann in Berlin ist Christian Wilp und der hat natürlich zugehört. Ja, Christian, das war ja an demonstrativer Harmonie kaum zu überbieten, sage ich mal. Was waren denn Ihrer Ansicht nach die Kernaussagen? Tja, Sie haben es schon vorweggenommen. Harmonie, Augenhöhe, Stabilität, das sind die Vokabeln, mit denen offenbar die Fraktionsvorsitzenden versuchten, Eindruck zu schinden. Jedenfalls das Signal, das von dieser Klausurtagung ausgehen soll, ist offensichtlich, dass man überhaupt erstmal weitermacht. Und man hat ja auch Beschlüsse getroffen, unter anderem bei der Pflege, beim Mobilfunkausbau und bei der Konjunkturbelebung. Das sind natürlich alles Themen, die nicht wahnsinnig weit oben auf der momentanen Agenda stehen. Nichts Neues bei der Thema Grundrente, nichts Neues bei der Grundsteuer. Also gerade diese kritischen Fragen wurden bislang offensichtlich nicht gelöst. Und dennoch hatte man versucht, hier ein Bild der Eintracht zu vermitteln. Aber de facto muss man sagen, unterm Strich ist nicht allzu viel bei dieser Klagung herausgekommen. Eine Einschätzung von Christian Wilp in Berlin. Vielen Dank dafür.